Hi und willkommen im Zweiradeck. Ich habe hier heute was Schönes von Conway für euch, was ich euch mal zeigen möchte. Und das werden wir uns gleich gemeinsam anschauen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier von Conway, man sieht es schon, was etwas Ausgefalleneres. Das ist das Chiron SUV FS 4.7. Vollgefedert mit so ziemlich allem, was man braucht, um im groben Gelände unterwegs zu sein. Was ist das hier überhaupt für ein Konstrukt? Was ist das für ein Modell? Ja, auch wieder hier ein SUV natürlich, wie man schon sieht, grobe Bereifung, viel Federweg vorne und eben eine Federung im Rahmen, also ein vollgefedertes SUV-Trekkingrad. Für wen ist sowas was? Ja, vielleicht für den einen, der sagt, ich möchte einfach unter der Woche auch mal das ein oder andere grobe Gelände entdecken und eben nicht nur stumpf auf asphaltiertem Weg fahren. Für die Leute, die vielleicht sagen, ich brauche super viel Fahrkomfort, weil Rückenprobleme etc., gibt es natürlich viele Variationen, aber tendenziell ist man hier auf jeden Fall für alles, was wirklich grobes Gelände angeht, sehr, sehr gut gerüstet. Sitzposition ist hier, ich stelle mich mal so grob daneben, ist jetzt nicht so ganz meine Größe, halbwegs aufrecht noch, man sieht schon, man hat hier einen relativ hohen Vorbau dran, der auch eben wieder verstellbar ist. Lenker ist etwas breiter. Griffe haben auch schon eine leichte Handballenauflage. Sattelstütze ist absenkbar, ne? Das heißt, die könnt ihr dann runterlassen, beziehungsweise auf Knopfdruck wieder hochkommen lassen. Gut, Sattel gehe ich jetzt nicht drauf ein, es ist ein Standardsattel. Wir arbeiten da eben sehr stark mit SQ-Lab zusammen. Der ein oder andere kommt damit klar. Ich würde immer empfehlen, da eben dementsprechend einmal den Sitzknochenabstand vermessen lassen und den passenden Sattel aussuchen. Ja, was haben wir hier von der Elektronik verbaut? Natürlich Bosch Smart System. In dem Fall mit dem Intuvia 100 könnt ihr euch natürlich auch umrüsten auf einen Kiox 300 oder 500. Beziehungsweise alternativ, was man natürlich auch schön machen kann, einfach das Smartphone Grip in die Mitte reinsetzen. Die Grundfunktion habt ihr ja hier in der Remote eh drin. Ne? Dass ihr seht, wie der Akkuzustand ist, welche Unterstützung drin ist und könntet dann theoretisch eben auch über euer Handy navigieren etc. Haben wir ja schon mal ein Video zu gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Akku ist ein 625 Wattstunden Akku, Reichweite irgendwo im Bereich zwischen 80 und 120 Kilometer. Ich würde eher sagen, 80 bis 100 ist realistisch. Am einfachsten ist da, wenn ihr einfach den Bosch Reichweitenrechner benutzt. Da könnt ihr alle Parameter vom Rad eingeben und natürlich auch vom Fahrer und könnt dann dementsprechend so die Reichweite ermitteln. Motor ist hier jetzt der CX mit 85 Newtonmeter verbaut, das heißt, da habt ihr wirklich so mit das Stärkste, was es am Markt gibt von Bosch und könnt da dementsprechend dann euch sicher sein, dass ihr auf jeden Fall den Berg hochkommen werdet. Lichtanlage ist hier jetzt standardmäßig LED-Lichtanlage verbaut, Rücklicht am Gepäckträger, Contact-Scheinwerfer ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber einfach ein gutes, solides System. Schloss haben wir hier jetzt so nicht verbaut. Man hätte jetzt die Option, entweder hier oder hier ein Fallschloss zu montieren. Das würde ich hier, glaube ich, auch empfehlen. Kettenschloss oder ähnliches gehört meiner Meinung nach an so ein Rad nicht mehr dran. Außer man nimmt natürlich eine extrem hohe Sicherheitsklasse. Das ist dann natürlich aber auch schon wieder ein riesen Kaventsmann. Der muss halt einfach vernünftig irgendwo untergebracht werden. Das könnte hier dann ein bisschen doof werden mit den ganzen Gelenken etc. Da würde ich, wie gesagt, persönlich auf ein Fallschloss gehen. Gepäckträger haben wir den Atran Velo. Der hat eben auch schon das System, dass ihr da eben Körbe, Packtaschen etc. einhaken könnt. Hier ist es eben ein bisschen minimalistischer gehalten, das heißt keine zusätzlichen Rails für nochmal die Taschen, dass man die unten drunter einsetzen kann, sondern hier in dem Fall eben nur an der Seite am Gepäckträger. Ne? Alternativ so eine Spannklappe hat er auch schon mit dran, wenn man vielleicht mal sagt, irgendwie eine Regenjacke, was auch immer, eben nochmal mit drauf spannen. Hier auch kein Problem. Ja, kommen wir zu der Bremse. Bei der Bremse haben wir hier eine Vierkolbenbremse an der Front und eine Zweikolbenbremse am Heck verbaut von Tektro, dass ihr da auf jeden Fall auch sicher zum Stehen kommt. Die Vierkolben vorne einfach, weil man im Normalfall mit der vorderen Bremse stärker bremst und dementsprechend da dann die höhere Bremskraft hat. Hinten wird eben nur mitgebremst. Schaltung ist zehnfach Shimano Deore Schaltung drauf. Das heißt, da habt ihr im Prinzip auch eine gute Bandbreite, um damit bergauf, bergab gut unterwegs zu sein. Bei der Bereifung ist es so, wir haben 27,5 Zoll Laufräder, sind ein bisschen verwindungssteifer, ne? Natürlich auch ein Ticken kleiner als der 29er, logisch, aber wie gesagt, ein bisschen verwindungssteifer, ein bisschen agiler vom Fahren. Hier ist jetzt von Schwalbe der Johnny Watts drauf, ist schon ein relativ grobes Profil, läuft ganz okay auf der Straße, macht natürlich ein bisschen mehr Laufgeräusche als jetzt, ich sag mal, ein Marathon Plus oder
ne, normaler Cityradreifen. Ja, vom Fahrwerk ist es so, wir haben jetzt hier ja eben eine Vollfederung, das heißt, wir haben eben die Federgabel und haben das Federbein. Federbein ist von Fox, eben auch ein Luftdämpfer. Die Gabel ist von Zantur, eine luftunterstützte Gabel auch. Auch hier wieder den Vorteil, ne, ihr könnt hier eben mit Lockout spielen, das heißt eben die Gabel federn lassen bis hin zu blockieren und habt dann eben hier unten auch die Zugstufeneinstellung, wo ihr dann eben bestimmen könnt, wie schnell oder eben langsam die Gabel ausfedert. Haben wir ja auch mal so ein grobes Video zu gemacht, wie ihr eben so als Basis euer Fahrwerk einstellen könnt, beziehungsweise eure Federgabel einstellen könnt. Hier an der Federgabel jetzt in dem Fall auch nochmal, wo wir gerade dran sind, mit Steckachse, das heißt eben nochmal verwindungssteifer, stabiler und am Heck natürlich auch mit Steckachse. Beim Dämpfer hinten ist es so, wir haben eine Zugstufeneinstellung, auch wieder um eben einzustellen, wie schnell der Dämpfer dann eben ein- und ausfedert. Wenn ihr eben euer Gewicht angepasst habt, dann müsst ihr das ja eben mit ändern und haben hier dann eben so eine Drei-Stufen-Funktion, wo ihr so ein Plattformsystem habt und da eben die Druckstufe verändern könnt in drei verschiedene Stufen. Das Fahrrad hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 130 Kilo. Ne? Fahrrad plus Gepäck. Denkt da einfach dran, haltet das im Hinterkopf. Es ist natürlich hier tendenziell so, dass das Ganze schon sehr, sehr, sehr stabil ausgelegt ist. Ich würde mal behaupten, ob man da jetzt dann ein, zwei Kilo drüber ist oder nicht, wird da wahrscheinlich nebensächlich sein, weil es halt einfach sehr, sehr, sehr stabil gebaut ist. Ja, zum Thema Akku nochmal. Ihr könnt hier natürlich den Akku auch rausnehmen. Der wird hier nach unten entnommen. Einfach die Abdeckung lösen und dann den Akku eben aufschließen und wie man es gewohnt ist, rausnehmen. Ja, kurzes Fazit nochmal. Für wen ist jetzt so ein Fahrrad was? Gerade eben so was Vollgefedertes. Auf jeden Fall für die Leute, die sagen, ich brauche maximalen Komfort, weil vielleicht Rücken kaputt, Bandscheibenvorfall etc. Da kann man zwar auch viel mit einer Parallelogrammfedersattelstütze regeln, aber irgendwann ist da natürlich auch das Ganze am Ende. Oder eben für die, die sagen, ich möchte einfach meine kleine Mountainbike-Runde mit meinem Stadtrad mit fester Straßenausstattung in Maßen auch mal eben machen. Da ist sowas auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall gerne ein Abo und ein Like da, kommentiert fleißig. Und wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr gerne sehen wollt, die wir euch mal erklären sollen oder ja, die ihr einfach von uns wissen möchtet, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Aktuell geht ja eh das etwas schlechtere Wetter los. Wir versuchen das für euch zu realisieren, dass wir da jetzt zeitnah noch mal ein bisschen was an Videoprojekte gewuppt kriegen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!